So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Heute ist, jetzt muss ich kurz mal nachgucken, Mittwoch, der 20. April. Das heißt, die Umweltwoche in Pokémon Go hat angefangen. Bei mir jetzt hier zu diesem Zeitpunkt im Video. Und wir wollen Eier brüten und ich habe Eier gesammelt, aber keine 12 Kilometer, sondern 10 Kilometer Eier. Ich zeig dir euch mal, ich weiß nicht, ob man das sieht. Wir haben 9 Stück da oben und eins hier unten aus der Wochenbelohnung. Die gehen dann gleich auf. Wir sind bei 6,5 und 6,7. Dann habe ich gerade noch eingekauft für die für den Natururin-Spezialstream. Ein Sixpack-Wickkühler, weil das Natururin sein Lieblingswanderbier ist. Und 2 Hamburger jetzt zum Essen dann gleich, wenn ich wieder zu Hause bin. Wir wollen dann die 10 Kilometer Eier mal brüten, gucken, was da drin ist. Und dann fange ich wieder an, 12 Kilometer Eier zu sammeln und packe die auch noch hier in die Sendung rein, damit es mehr Eier gibt, weniger Gelaber. Testen wir das mal aus. Das Wetter ist auch herrlich, ich weiß aber nicht, wann der zweite Teil kommt. Wir sehen uns gleich wieder, wenn die Eier aufgehen. Die ersten 10 Kilometer Eier. So, es war ja eh nur noch ein kleines Stück. Ich wusste auch gerade überhaupt gar nicht, was ich rede. Die Eier sind jetzt eigentlich fertig. Die Eier würden jetzt gleich aufgehen. 10 10er Eier. Und später 12 12er Eier. Das passt wie die Faust aufs Auge. Wir laufen jetzt aber kurz hier das Stück zur Brücke. Und gucken, dass wir uns hier irgendwo hinstellen, dass wir das in Ruhe aufmachen können. Dafür stelle ich euch jetzt hier ab. Ungefähr so. So. Schön die Haare ins Gesicht. Und dann hängen wir uns jetzt mal hier drüber, öffnen 10 Kilometer Eier, Sternstück ist auch an. Ich bin mal gespannt, was da drin ist. Ich suche eigentlich Milza Bonbons noch, also Milza XL, obwohl ich denke, dass der eh irgendwann einen Z-Day kriegt. Und dann kannst du dir die wieder gratis gönnen. Wuffels, Wuffels ist auch gut. Vielleicht noch auf ein 100er Wuffels hinarbeiten. 4000 Staub gerade mal aus dem Wuffels-Ei. Ein Ordoch ist okay. Kriegt ja auch noch mal eine Mega-Entwicklung, also XL sind da auch ganz nett. Jetzt habe ich den Staub nicht gesehen. Viscora, 4400 Sternstaub. Das geht alles viel zu schnell. Noch ein Viscora, 2800 Staub. Ich glaube, ich hätte das Sternstück auch einfach rauslassen können, bei so wenig Staub. Ein Milza, das ist das Highlight. Mit 5 XL, 4800 Staub. Also Milza ist schon mal fresh. Flampion, naja, 3400, das ist auch nix. Jetzt habe ich was Falsches angemacht. Ich glaube, ich habe ein Lockmodul gezündet. Noch ein Wuffels. Ich freue mich immer über Wuffels jetzt. Ich weiß nicht warum. Wieder 4 XL Bonbons. Ich habe keine Wuffels Raids gemacht. Ich kriege die alle wirklich nur aus Eiern. Noch ein Flampion hinterher. Das braucht man nicht. 3600, das ist auch nix. 6 XL dazu beim Flampion noch. Marmolita. Ich glaube, das war das Schlechteste, aber 4600 Staub und noch ein Marmolita. Gut, dürfen es 2 sein, waren ja auch 2 Wuffels, waren ja auch 2 Flampion. Jetzt müssen wir das Ganze auch noch bewerten. Das geht so schnell, du kommst überhaupt nicht hinterher mit dem Reden. Wuffels war das Erste, wir bewerten. Wie ist das Wuffels? 10, 14, 14, nix. Hier, Ordoch, 15, 10, 10. Hier, 14, 14, 12, nix. 12, 13, 10, 15, 13, 11, 11, 10, 10, 12, 11, 15, 10, 10, 14, 11, 11, 13 und 12, 13, 13. Das waren alle Eier aus Budapest, alle Eier von der Margareteninsel mit Zehnern. Jetzt bin ich wieder komplett leer. Das heißt, ab jetzt geht's ran, 12er Eier zu sammeln. Wenn wir 12 12er haben, wir suchen Molung. Ich habe noch keinen Molung, weder männlich noch weiblich. Das wäre dann Pokédex-Eintrag. Wenn der im Video kommen würde, wäre das natürlich mega nice. So, ihr werdet es nicht glauben, aber es ist der nächste Tag. Und ich habe gedacht, ich brauche 300.000 Jahre, um die 12 Kilometer Eier zu finden. Aber ich habe sie schon zusammen. Da sind die 12 Kilometer Eier. Die müssen nur noch ausgebrütet werden. Und da ist das Muttertier. Hallo!
Ich glaube, die freut sich auch total, weil die vielleicht dann wieder dabei ist, wenn die Eier aufgehen. Wir sind nämlich jetzt hier beim Hagebaumarkt und wollen kurz was essen und haben Stiefmütterchen gekauft. Und dann melde ich mich gleich zurück, wenn die 12 Kilometer Eier aufgehen. Und der Schill und der Ricardo lag im Kinderwagen, war vielleicht ein halbes Jahr und der Schill war da schon da. Überleg doch mal, wie alt der Schill gewesen sein muss. Dabei, wenn du den Schill fragst, wie alt er ist, sagt er, ich hatte das Geburtstag, bin 35. Das geht gar nicht. Der Schill ist halt immer jung, der ist halt immer 35. Der sieht ja immer einmal wie das andere Mal aus, der wird ja auch nicht älter. Komisch. So, wie ihr seht, bin ich gerade wieder mit dem Muttertier unterwegs. Wir wollen nämlich jetzt Eier brüten, beziehungsweise müssten die gleich aufgehen, vielleicht noch 100 Meter oder irgendwas. Hier sitzt gerade so ein Affe, Kommandutan mit 1237. Kannst du mal ganz kurz das Handy halten? Oder kannst du mal in der Zeit den Affen fangen? Los, fang mal den Affen. Du musst einfach nur den Ball werfen. Ja. Los, ich kann auch nicht werf den Ball. Bleib doch ruhig stehen, du musst doch nicht dabei laufen. Fang den Affen. Du mal weg. Ne, das war nix. Nee, war ja auch nix. Warte mal, ich muss so, weil das kommt ja dann auf die andere Seite. Nee, doch nicht. Ach, ich weiß es nicht. Ich versuche dich einfach in der Mitte zu halten. Aber werf einfach drauf hier. Ach, keine Angst. So, werf schnell. Wir haben noch keine Zeit. Guck mal, großartig. Jetzt musst du warten, dass der Affe das verkraftet. Ah, kommt wieder raus. Jetzt musst du nochmal werfen. Fix. Blöd. Ah, zu kurz. Ein und drauf. Und. Blöder Affe. Der kommt wieder raus. Nee, guck, der ist drin. So, ich wollte nämlich eigentlich nur ganz kurz meine Kapuze mal hintermachen, dass man sieht, dass ich Haare habe. Haare hab und die fallen so schön. Die kann man jetzt hier so an der Seite runter machen. Guckt euch das an. Und jetzt hoffe ich, dass wir wenigstens schon so ein bisschen gelaufen sind, dass die Eier jetzt aufgehen. Das heißt, na gut, wir können ja den Affen auch mal bewerten. Drei. Ach, ich habe keine Ahnung, wie viel Angriff der hat. So, perfekt. Und jetzt gehen die Eier auf. Und das heißt, wir haben ein Sternstück gezündet. Wir werden die 12 Kilometer Eier jetzt aufmachen und hoffen, dass da irgendwo ein Molung drin ist. Obwohl gerade bei sowas es eigentlich besser wäre, man würde stehen. So, ein Pam-Pam. Ein Pam-Pam mit 6300 Staub. Müssen wir dann auch gleich wieder bewerten. Ein Lavita. Das ist doch schön. Mit 9200 Staub. Das dritte. Ein Gladiantri. Mit 9600 Staub. Du kannst aber gucken, was das höchste ist. 9,6. Ein Skalyk. Mit 6,4. Nee. Viertes Eis, Skalyk. Ein Molung, Pokédex-Eintrag. Ist es ein weibliches? Ist es ein männliches? Ach so, weiß ich ja nicht. Sehe ich dann erst. Ist es ein gutes, ist die Frage. So, noch ein Skalyk. 8800 Staub gab das eben. 9600 nochmal bei Skalyk. Ich sage dir, ihr habt die 10 Kilometer Eier gesehen, das war nix. Die 12er sind wirklich die besten für Staub. Klar, die andere hier auch nochmal 7800. Ich weiß auch gar nicht, wieso der Unterschied zwischen 10 und 12 so riesig ist. Ein, habe ich den Namen schon wieder vergessen, ein Algit. Jetzt habe ich den Staub nicht gesehen, weil es alles so schnell geht. Das nächste Skalyk, das ist wieder das kleine dicke Küken, wie du sagst. 8998. Noch ein Lavita. Oh, ich dreh durch. 6300, kommen noch ein Molung hinterher. Das wäre episch. Nein, ein Zurukex. Zurukex brauche ich auch noch, ein 100er, glaube ich. 9084. Noch ein Algit mit roten Augen. Ist wahrscheinlich ein Krypto. 6472. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir gehen mal auf den Bären. Wir bewerten mal. Das Bärchen. 10, 10, 15. Lavida 15, 11, 14. Gladiandri 10, 12, 15. Skalyk 15, 10, 15. Dann käme das Molung, das lassen wir jetzt kurz weg. Gucken uns den Rest an. Nochmal Skalyk 13, 13, 10. Gladiandri 15, 12, 11. Algit 11, 10, 12, Skalyk 11, 10, 13,
Lavita 13.10.13, Zurucakes 13.11.14, Algit 15.10.10 und wir haben dieses eine Molung übrig. Wenn das ein weibliches ist, können wir es entwickeln. Wenn es ein männliches ist, können wir es nicht entwickeln. Es ist ein weibliches. Pokédex-Eintrag mit dem weiblichen Molung. Und? Wollen wir es entwickeln? Ich muss mal warten. Ich weiß ja nicht, wann ich... Irgendwann brauche ich auch ein Lucky Molung. Vielleicht wird das Lucky Molung ja auch ein weibliches. Und dann würde ich eher das entwickeln. Und ein männliches mir so mal tauschen lassen. Wir entwickeln es noch nicht. Wir haben 29 Bonbons bekommen. Das heißt, wenn wir noch eins brüten, können wir es sowieso entwickeln, ohne dass ich da jetzt was drauf hau. Und es ist 11, 10, 14. Der zweite Versuch, also ein Molung zu brüten. Und wir haben es geschafft im zweiten Video. Das war es von meiner Seite aus. Was soll ich damit machen? Nix. Gut, habt ihr schon ein Molung gebrütet? Habt ihr ein weibliches? Habt ihr es schon entwickelt? Habt ihr schon ein Lucky? Ab jetzt beginnt die Suche. Gibt es jemanden? Achso, da muss ich erst Glücksfreund werden. Lennart, wenn du wieder Glücksfreund wirst, jetzt nehme ich einen Molung. Peace out, Vorhaut. Achso, willst du noch was sagen? Weißt du überhaupt, was Molung ist? Ja, bestimmt ein Pokémon. Ja, das ist das. Guck. Das ist schwarz. Ja, das ist voll süß, oder? Ja, wenn man da drauf drückt, macht es so. Eine Eidechse ist ja auch Gift- und Feuer-Pokémon. Ja, ich habe schon süßere gesehen. Ja, das Galüg zum Beispiel, das findest du besonders toll. Das markieren wir uns jetzt, packen das weg. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Ciao. Ach so, und das Muttertier, ja. Sorry.